Eine gewaltige Explosion erschüttert das Tal. Der Edersee läuft aus. Durch das 70 Meter breite und 20 Meter tiefe Loch strömen 160 Millionen Kubikmeter Wasser. Vier Fünftel des gesamten Sees überfluten das Tal, zerstören Häuser, Vieh und Menschen. Fast 50 Wohnhäuser und über 60 Wirtschaftsgebäude gingen allein in Affoldern in den Fluten unter. 14 Menschen starben in dem kleinen Ort, den es am allerschlimmsten traf. Eine Luftaufnahme vom Tag danach. Im Waldecker Land starben 29 Menschen in dieser Nacht vom 16. auf den 17. Mai. Insgesamt soll es 68 Todesopfer gegeben haben, aber die Zahlen widersprechen sich. Hunderte von Wohnhäusern wurden zerstört oder beschädigt, 90 Hektar Ackerboden weggespült oder mit Kies und Steinen bedeckt. Die Schadenssumme erreichte viele Millionen Reichsmark. Endgültig und genau dürfte sie wohl nie festgestellt worden sein. Der Krieg ging anderswo weiter. Die Flutwelle, neunmal wuchtiger als das höchste Hochwasser je gewesen war, rollte kilometerweit nach Norden, bedeckte Kassel und richtete selbst noch in Hannover-Schmünden Schaden an. Der Hochwasserstand in Affoldern ist mit diesem kleinen Schild festgehalten worden. Fast bis zum ersten Stock hatte sich das reißende Wasser hochgewühlt. Der auslaufende Edersee hatte schwere zivile Schäden angerichtet, aber beispielsweise die Rüstungsproduktion in Kassel keineswegs gestoppt. Gerade das aber war eines der erklärten Ziele. Der 17. Mai 1993, ein Jahrestag, kein guter.